Ich bekomme immer wieder Fragen von verzweifelten Menschen, die unter den wirklich schmerzhaften Folgen von erlebtem Narzissmus leiden. Und ich habe mich entschieden, die ein oder andere Frage im Podcast in den Folgen zu beantworten. Und vielleicht hilft dir ja meine Antwort auch ein kleines Stückchen weiter. Und ich möchte da heute anfangen mit der Simone, den Namen habe ich natürlich geändert. Die Simone ist 42 Jahre und schreibt Folgendes: Wie kann ich es jemals schaffen, aufzuhören, mich ständig selbst zu beschuldigen? Ich sitze hier, weine und quäle mich immer wieder mit Selbstzweifeln. Was hätte ich anders machen können? Mein Freund sagt mir immer wieder, dass meine Vorstellungen von Liebe und Beziehung völlig übertrieben sind. Das Leben wäre kein Märchen und ich bin keine Prinzessin. Ich wäre zu anspruchsvoll und so weiter und so fort. Doch ich habe nie viel verlangt, lediglich Respekt, Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit. Ich wollte doch einfach nur genauso geliebt und behandelt werden, wie ich es ihm entgegenbringe. Ist es wirklich falsch, so zu denken? Bin ich zu naiv und anspruchsvoll? Ich möchte nicht mehr beleidigt werden. Und die Sätze, die jetzt kommen, die erspare ich euch, weil das sollte wirklich niemand hören. Und ich möchte in den Arm genommen werden, wenn ich weine, anstatt als Heulsuse beschimpft zu werden. Komischerweise zeigt er Respekt und Aufmerksamkeit gegenüber den Menschen, die ihm anscheinend wirklich wichtig sind, seinen Eltern und seinen Kindern gegenüber. Und sogar seiner Ex, der Mutter seiner Kinder. Nur mein Sohn und ich, wir werden wie Müll behandelt. Gleichzeitig sagt er mir aber, dass ich seine Partnerin bin und er sich bei mir so verhalten kann, wie er wirklich ist. Aber sollte eine Partnerin nicht gut behandelt werden? Ich habe ihn immer an erste Stelle gesetzt, aber er hat mich nie priorisiert. Alle anderen waren immer wichtiger und wurden besser behandelt. Bin ich auch narzisstisch, weil ich so denke und fühle? Ich bin völlig verwirrt und suche ständig die Schuld bei mir. Was kann ich tun? Liebe Simone, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeilen. Und ich weiß, es ist kein Trost, aber du bist wie ganz, ganz viele andere auch in einer absolut toxischen Beziehung. Und ich würde mal deine Fragen Schritt für Schritt hier durchgehen, damit wir da ein bisschen Struktur drin haben. Und du fragst als erstes, wie kann ich es denn jemals schaffen, aufzuhören, mich ständig selbst zu beschuldigen? Was hätte ich anders machen können? Und zum ersten, anders machen können, hättest du bis zum Punkt jetzt nichts, weil du bist in dieser Beziehung gelandet, weil du gewisse Verhaltensweisen, Glaubenssätze in dir trägst und gewisse Dinge noch nicht weißt, sodass du in diese Beziehung geraten bist. Würdest du mehr über Narzissmus oder hättest du, als du in die Beziehung gekommen bist, mehr über Narzissmus gewusst, hättest du es schneller erkannt und wärst wahrscheinlich gar nicht so tief in die Beziehung hineingekommen, weil du vorher die Reißleine gezogen hättest. Sicherlich bist du aber wie ganz viele andere, die in toxischen Beziehungen sind, bist du eine ganz einfühlsame Person, eine sehr empathische Person. Und es hat sicherlich am Anfang schon die ersten Anzeichen gegeben, aber da du an das Gute geglaubt hast und dich vielleicht auch sehr, sehr glücklich gefühlt hast, dass du endlich wieder einen Partner gefunden hast, der wahrscheinlich auch in der Lovebombing-Phase dich sehr, sehr gut behandelt hat, der dich hofiert hat, der dich überschüttet hat mit Liebesbeweisen. Und das hat sich einfach so gut angefühlt, dass du, sage ich mal, diese klitzekleinen Anzeichen übersehen hast. Erstens, weil du sie noch nicht kanntest, weil du es nicht wusstest. Und zweitens, weil du eben glücklich warst und diese Anzeichen, die dir vielleicht, wenn du es gewusst hast oder wenn du ein bisschen was darüber schon gewusst hast, die dir vielleicht dein Bauchgefühl oder eine ganz leise innere Stimme schon gesagt hat, die du da in dem Moment vielleicht auch nicht hören wolltest. Und das ist jetzt ganz, ganz liebevoll und wertschätzend gemeint, weil es ist auch absolut menschlich und verständlich, dass wenn wir schon Beziehungen, gescheiterte Beziehungen hinter uns haben, vielleicht auch eine ganze Weile alleine waren, dass wir natürlich dann unheimlich froh und glücklich sind,
wieder in einer Beziehung sein zu können. Okay, und dann wollen wir natürlich manches am Anfang nicht sehen. Beziehungsweise, wie gesagt, es kann auch sehr gut sein, dass du es noch nicht wusstest. Und auf deine Frage, wie kann ich es jemals schaffen, aufzuhören, mich ständig zu beschuldigen, ist die Antwort, dass du an dir arbeitest, um eben durch diese Arbeit an dir selbst zu erkennen, was dich dahin geführt hat. Weil wenn du das erkennst, dann kannst du die Verantwortung für deine Entscheidungen und für deine Handlungen übernehmen. Und dann gibst du dir nicht mehr die Schuld, ne? Weil Schuld ist ja auch eine riesengroße Last. Und Schuld macht uns teilweise auch so ohnmächtig und handlungsunfähig, weil wir eben meinen, wir sind ja selbst daran schuld. Ne? Und in dem Moment, wo du aber erkennst, okay, deswegen habe ich das gemacht, deswegen habe ich das entschieden, deswegen habe ich das vielleicht nicht erkannt oder übersehen, dann kannst du nämlich jetzt neue Entscheidungen treffen und neu handeln. Weil wir entscheiden und handeln, und das gilt für alle Lebensbereiche, wir entscheiden und handeln immer aufgrund unserer Fähigkeiten und aufgrund der Informationen, die wir im jeweiligen Moment, in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen Sekunde haben. Und fast immer haben wir 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre später andere Informationen, andere Fähigkeiten. Und dann können wir natürlich wieder neu entscheiden und neu handeln. Das bedeutet für dich, liebe Simone, nur weil du dich mal aufgrund der fehlenden Information über Narzissmus entschieden hast, diese Beziehung anzufangen, weiterzuführen, bedeutet es nicht, dass du in dieser Beziehung bleiben musst oder dir in dieser Beziehung alles gefallen lassen musst. Du darfst hier, und dazu lade ich dich wirklich aus vollstem Herzen ein, ganz doll in dich reinspüren, und dein Brief zeigt schon ganz, ganz viele Hinweise in dir, dass du schon spürst, dass es einen Anteil in dir gibt, der genau weiß, das läuft hier in die falsche Richtung. So sollte das nicht sein. Und es gibt aber eine andere Stimme in dir, die scheinbar daran festhält, beziehungsweise die sich natürlich auch durch die narzisstische Person, durch deinen Partner, Zweifel einreden lässt, ne? Und die deinem Partner mehr glaubt als dir. Und auch das ist menschlich und völlig normal. Also, wie kannst du es schaffen, dich selbst zu beschuldigen, indem du auf dich selbst hörst, indem du dich dafür entscheidest, dich ab heute nicht mehr für deine Entscheidung schuldig zu fühlen, weil es ist nicht deine Schuld. Wäre es deine Schuld, würde es ja bedeuten, dass du bewusst falsch entschieden hast. Das hast du aber nicht getan. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und die nächste Frage, ist es wirklich falsch, so zu denken, bin ich zu naiv und anspruchsvoll? Ich möchte nicht beleidigt werden. Nein, es ist natürlich nicht falsch, so zu denken. Es ist absolut richtig, dass du auf dich achtest und dass du es dir wert bist, von anderen Menschen, egal ob es dein Partner ist oder andere Person in deinem Leben, dass du es dir wert bist, Grenzen zu ziehen, für dich einzustehen, und dass du es dir wert bist, dich nicht so behandeln zu lassen. Und das ist nicht naiv, nein, und das ist auch nicht zu anspruchsvoll. Das ist genau wie du schreibst, du möchtest geliebt und genauso behandelt werden, wie du es der anderen Person entgegenbringst. Und wenn du spürst, dass die andere Person das dir nicht entgegenbringt, dann ist das keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern dann kämpfst du um etwas, was die andere Person dir nicht geben kann, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre Stoff für eine Extra-Folge, aber die andere Person kann dir das nicht geben. Und die Frage ist hier, bist du bereit, damit zu leben, oder bist du es dir wert, zu sagen, für dich, ich habe
so eine Behandlung nicht verdient und ich lasse es auch nicht zu, mich so behandeln zu lassen. Und auch hier, das ist viel innere Arbeit, weil diese Glaubenssätze und diese Verhaltensweisen, dass du es bisher zugelassen hast, sind ganz, ganz häufig in unserer Kindheit entstanden, weil wir dort häufig schon gelernt haben oder uns selbst gesagt haben, dass wir es scheinbar nicht wert sind. Und darauf möchte ich mal kurz tiefer eingehen, weil wenn wir zum Beispiel in der Kindheit von unseren Eltern in der einen oder anderen Situation mit Liebesentzug bestraft worden sind. Ein Beispiel, du hast oder deine Eltern hatten Stress oder deine Eltern hatten Sorgen und Angst um die Zukunft oder ein Elternteil war krank oder depressiv oder alkoholsüchtig, dann hast du in vielen Situationen nicht die Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen, die du gebraucht hättest. Und als Kind können wir das nicht durchschauen, dass es nichts mit unserer Person zu tun hat, dass wir quasi diese Liebe und Zuwendung nicht bekommen, sondern dass eben unsere Eltern in dem Moment nicht in der Lage sind. Was haben wir aber als Kind alle gemacht? Wir haben das auf uns bezogen und haben geschlussfolgert, wenn Mama oder Papa mir die Zuwendung nicht gibt, dann bin ich ja scheinbar nicht liebenswert genug. Dann bin ich nicht gut genug. Dann muss ich also mich noch mehr anstrengen, damit ich die Zuwendung und die Liebe bekomme. So, und das sind Verhaltensweisen, Glaubenssätze, die wir uns in der Kindheit schon angewöhnt haben. Und in der Kindheit waren die auch elementar wichtig, damit wir überlebt haben. Weil ohne diese Strategien hätten wir die Kindheit nicht überlebt. Na? Weil bis ungefähr bis zum 7. Lebensjahr sind wir zu 100% von unseren Bezugspersonen abhängig. Ansonsten überleben wir nicht. Okay, und deswegen haben wir eben zum Beispiel auch ein ganz starkes Bindungsgefühl an unsere Bezugsperson und wir tun als Kind alles dafür, dass wir uns die Zuwendung, Aufmerksamkeit der Bezugsperson sichern. Und diese Verhaltensweise entsteht in der Kindheit und eben auch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich habe keine Liebe verdient. Ich muss es mir erkämpfen. Und unser inneres System hat quasi dieses Muster etabliert und dieses Muster arbeitet, auch wenn wir 35 Jahre, 49, 68 Jahre, 85 Jahre alt sind, das arbeitet immer weiter, solange wir es nicht auflösen. Und um auf die Situation von Simone hier zurückzukommen, ist hier genau das passiert. Das heißt, der Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient, ich bin es nicht wert, ist da. Liebe Simone, du kämpfst um die Aufmerksamkeit, um die Zuwendung deines Partners und bestätigst damit quasi wieder dein Verhalten aus der Kindheit oder das Verhalten aus der Kindheit und hoffst, wenn du eben aufmerksam genug, liebevoll genug bist, dann wirst du die Liebe bekommen. Und der Schlüssel zur Lösung ist hier, dass wir uns zuallererst selbst diese Liebe und Aufmerksamkeit geben dürfen. Das heißt, liebe Simone, du darfst es dir wert sein, dich selbst gut zu behandeln, dich selbst an die erste Stelle in deinem Leben zu stellen und ganz genau darauf zu achten, was tut mir gut und wer tut mir gut? Und alles, was dir nicht gut tut, was dir keine Kraft gibt, was dir keine Energie gibt und auch wer dir keine Kraft gibt und wer dir keine Energie gibt, das und diese Menschen auf den Prüfstand zu stellen, ob du zukünftig weiter mit diesen Situationen, mit diesen Menschen leben willst. Okay, das ist ein Aufarbeitungsprozess, das ist ein Lernprozess, weil es ist natürlich nicht leicht, das auch dann umzusetzen. Das ist das, was wir im Coaching bei mir machen,
was wir auch in meinen Gruppenprogrammen machen, was wir üben und wo ich dann auch immer ganz, ganz dicht an der Seite meiner Kunden bin und sie da durch diese Phasen durchbegleite, es auch auszuhalten, Grenzen zu setzen und es durchzustehen, auf sich selbst zu achten. Okay, also das Stichwort ist hier Selbstliebe, Selbstwert aufbauen. Okay, und dann fragst du hier, gleichzeitig sagt er mir, dass ich seine Partnerin bin und er sich bei mir so verhalten kann, wie er wirklich ist. Aber sollte eine Partnerin nicht gut behandelt werden? Genau die Frage habe ich, glaube ich, gerade beantwortet. Ja, du solltest es dir wert sein, gut behandelt zu werden. Und gleichzeitig ist dein Partner in dem Augenblick sehr, sehr ehrlich, nämlich er sagt, dass er sich bei dir so verhalten kann, wie er wirklich ist. Und das ist auch das Narzisstische, dass eben hinter den Kulissen im privaten Haushalt, hinter der Fassade, du diejenige bist, die quasi die wahre Person kennenlernen kann oder eben erlebt. Und was in der Außenwelt passiert, diese Nettigkeiten, diese Freundlichkeiten anderen Menschen gegenüber, ist eine Maske, ist eine Fassade. Und es ist natürlich wahnsinnig anstrengend für eine narzisstische Person, auch diese Fassade 24/7 aufrecht zu erhalten. Das geht nicht, das kostet einfach unheimlich viel Kraft, dieses so ein selbst inszeniertes Selbstbild aufrecht zu erhalten. Und deswegen brauchen die natürlich dann auch mal eine Pause und sind dann im Privaten, hinter der Fassade, so wie sie wirklich sind. Das heißt, du, liebe Simone, kennst deinen Partner so, wie er wirklich ist. Okay? Also das ist nicht mal gelogen, was er sagt, sondern er ist so. Und hier sind wir wieder beim Thema Selbstliebe und Selbstwert. Bist du es dir wert, die nächsten Jahre, Jahrzehnte so behandelt zu werden? Okay? Weil es ist nicht, das mal by the way, es ist nicht deine Aufgabe, deinen Partner zu heilen oder zu retten. Das ist seine Aufgabe. Wenn er das möchte, kann er das tun. Es ist aber nicht deine Aufgabe und du kannst das auch nicht. Na? Deine Aufgabe ist es, auf dich zu achten und bei dir aufzuarbeiten. Okay? So, und dann die letzte oder vorletzte Frage. Bin ich auch narzisstisch, weil ich so denke und fühle? Nein, meine Liebe, das bist du nicht. Das sind, wie gesagt, ganz normale Gefühle und Gedanken von empathischen, einfühlsamen Menschen wie du, die aber noch nicht genug Selbstliebe, Selbstwert haben, um sich genau dafür einzusetzen. Okay? Und wie gesagt, das ist ganz, ganz liebevoll und ganz, ganz wertschätzend gemeint. Du darfst es dir wert sein. Und dass du diese Fragen stellst, zeigt ja deutlich, dass es einen Anteil in dir gibt, der dafür kämpft, der sich dafür einsetzt, der auch erkannt hat, hey, das ist hier nicht in Ordnung. Hier läuft etwas schief. Und du darfst mehr auf diesen Anteil hören. Okay? Auch das ist ein Weg, auch das ist ein Prozess. Wie gesagt, wir arbeiten den im Coaching, wir bearbeiten den im Coaching, ich gehe den gemeinsam mit meinem Kunden. Und wenn du da Interesse hast, liebe Simone oder lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, melde dich gerne bei mir und dann können wir nämlich das Ganze auflösen und überwinden und es ist ja wieder Lebensfreude, Lachen und es sind ganz andere Beziehungen möglich, nämlich Beziehungen auf Augenhöhe, Beziehungen, wo du nicht das Gefühl hast, du musst beweisen, dass du liebenswert bist, sondern wo du genau so behandelt wirst, wie du es dir wert bist und wie du es verdient hast. Okay? Also, und die letzte Frage war, was kann ich tun? Ich denke, das habe ich hier in dieser Folge jetzt beantwortet. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation mit einer narzisstischen Person bist und Fragen hast, die ich in dem Podcast hier beantworten soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail und wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann buch dir gerne ein Kennenlerngespräch bei mir auf der Webseite unter Kennenlernsession
auf der Website danielakreisig.de. Und ansonsten schau gerne mal unter dem Link in den Shownotes. Da findest du auch verschiedene Programme von mir, verschiedene Online-Kurse, die du gern nutzen kannst, damit auch du die Folgen von erlebten Narzissmus überwinden und aufarbeiten kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im Coaching oder im Online-Kurs sehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr, setze es auch gerne um. Und wenn du jemanden kennst, dem, für den die Folge hilfreich sein könnte, dann teile die Folge gerne, leite sie weiter. Und jetzt wünsche ich dir viele spannende Erkenntnisse, viele gute Erfahrungen beim Umsetzen. Und ich freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen oder hören. Und bis dahin eine gute Zeit für dich. Alles Liebe, deine Daniela.